wie dein Vorbild alle zu Siegern machen kann. Schon seit ewigen Zeiten ist der Mensch darauf aus, Vorteile für sich zu bekommen. Wir wollten halt schon immer das größte Stück vom Kuchen oder vom Säbelzahntiger. Dass dieses Verhalten aber auch für die größten Egoisten am Ende nicht die beste Wahl ist, zeigt diese Spieltheorie. Angenommen, 4 Spieler erhalten jeweils 10 Euro Startkapital. Sie können das Geld in einen Gemeinschaftstopf geben und der Inhalt des Topfes wird dann verdoppelt und wieder an die Spieler ausgezahlt. Somit hat jeder sein Startgeld verdoppelt. In der nächsten Runde zahlt ein Spieler aber kein Geld in den Gemeinschaftstopf, sodass 30 Euro im Topf landen und somit bei der Verdopplung jeder Spieler 15 Euro ausbezahlt bekommt. Aber der Egoist 25 Euro behält. Der eine Spieler hat also 15 Euro Gewinn, die anderen drei nur 5 Euro. In der nächsten Runde denkt der nächste Spieler, dass er auch kein Geld in den Gemeinschaftstopf gibt, sodass nur noch 40 Euro an die 4 Spieler ausgeschüttet werden. Somit haben die beiden Einzahler keinen Gewinn gemacht. In der nächsten Runde zahlt kein Spieler mehr ein und auch die Egoisten haben keinen Gewinn mehr. Das Spiel ist somit beendet. Hätten alle Spieler immer in der Gemeinschaft geholfen, wären alle immer reicher geworden. In vielen Versuchen hat sich gezeigt, dass trotzdem Spieler versuchen, mehr zu bekommen, obwohl sie wissen, dass es schlau wäre, immer in den Topf einzuzahlen. Das ändert sich aber, wenn man nicht mehr anonym spielt, sondern sieht, wer nur auf seine eigenen Vorteile achtet. Dann wird man lieber mit Leuten spielen, auf die man sich verlassen kann. Man hat herausgefunden, dass der Effekt erstaunlich groß ist. Wenn du dich vorbildlich verhältst und die anderen Menschen das mitbekommen, werden sie es auch tun. Also erzähl von deinen guten Taten, von Aktionen für die Gemeinschaft, Unterstützung von Hilfsbedürftigen und deinen Spenden. So werden viele andere Menschen deinem Beispiel folgen und am Ende werden alle davon profitieren und somit auch du. Wenn man also beispielsweise an Chart cool spendet und es weitererzählt, hilft man nicht nur den Menschen vor Ort, sondern am Ende durch den Klimaschutz auch sich selbst. Das Geld dient also nur der eigenen Zukunft und der Zukunft der folgenden Generation.